Willkommen auf unserer Reise nach Namibia im August 2023. Wir landeten in Namibias Hauptstadt Windhoek. Unsere erste Unterkunft in Namibia war etwas außerhalb von Windhoek. Windhoek hat eine Fülle von Restaurants, Geschäften und Unterhaltungsmöglichkeiten. Die Stadt ist sauber, sicher und gut organisiert, mit einem kolonialen Erbe, das sich in den vielen deutschen Restaurants und Geschäften widerspiegelt. Joe's Bierhaus in Windhoek ist ein populäres Restaurant und wirklich empfehlenswert. Namibia ist ein Reiseziel wie kein anderes in Afrika. Namibia ist mit fast jenseitigen Dünenlandschaften, alten Wüsten und unglaublichen Möglichkeiten zur Wildbeobachtung das ultimative afrikanische Roadtrip-Ziel für unerschrockene Entdecker. Heute geht es in die Kalahari. Die Kalahari ist eine Dornenbusch-Savanne, teilweise auch Trockensavanne, wird aber gelegentlich wegen des vorherrschenden Sandes als Wüste bezeichnet. Große Teile der Kalahari sind als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Wir übernachten heute in der Bagatelle Kalahari Game Ranch. Die Panoramafahrt am späten Nachmittag über das Farmgelände in offenen und komfortablen Geländewagen werden ohne Hektik und mit viel Stolz durchgeführt. Es gibt viele Springböcke, Kudos, Strauße, Gnus und Oryx zu sehen. Die Gelegenheit, gebaden aus nächster Nähe bei der Fütterung zuzusehen, ist sensationell. Nun lassen wir einen erlebnisreichen Tag bei einem Sundown ausklingen und genießen einen traumhaften Sonnenuntergang. Unsere Reise Afrika für Anfänger geht weiter, immer Richtung Fish River Canyon. Auf dem Weg in den Fish River Canyon werden wir Namibias natürliches Wahrzeichen ansehen. Gleich ein ganzer Wald davon steht in Ketmans Hoop. Der Köcherbaum ist eine Aloenart, die nur in Namibia und im Nordwesten Südafrikas vorkommt. Früher hüllten die Samen die Äste aus und benutzten sie als Köcher für ihre Pfeile. Köcherbäume wachsen sehr langsam und werden bis zu 300 Jahre alt. Im Juni, Juli bilden sich hellgelbe Blüten. Thank you.
Eine weitere Attraktion ist der Spielplatz der Riesen. Sie ist eine Ansammlung riesiger, durch Erosion entstandener Steinblöcke. Am Fuße einer geschwungenen Bergwand liegt das Canyon Village mit komfortablen Bungalows. Nur 20 Kilometer vom berühmten Fischfluss Canyon entfernt ist das Village der ideale Ausgangspunkt zur Erkundung des Canyons. Die Dimensionen des Fischfluss-Canyons sind gigantisch. 160 Kilometer Länge, bis zu 27 Kilometer Breite und 500 Meter Tiefe. Der Fischfluss-Canyon ist damit der größte Canyon Afrikas und der zweitgrößte Canyon der Welt. Nur der Grand Canyon in den USA ist größer. Zahlreiche Aussichtspunkte sind während eines Spaziergangs entlang der Schlucht erreichbar. Auf der C37 erkunden wir das sehenswerte Rootshaus. Zum einen gibt es hier Benzin, zum anderen Essen und Trinken und eine Übernachtungsmöglichkeit. Auch die alten Autos auf dem Gelände sind sehenswert. Weiter geht unsere Fahrt bis in das Dorf aus. Aus ist ein Dorf in der Karas-Region in Namibia. Es liegt entlang einer Bahnlinie. 230 Kilometer westlich von Keetmanskop und ca. 125 Kilometer östlich von Lüderitz. Züge aus Richtung Keetmanskop, die früher bis nach Lüderitz weiterfuhren, enden nun hier. Aus ist von den gleichnamigen Bergen umgeben, die sich über die Namib-Wüste erheben. Das Klima ist normalerweise heiß und trocken. Dennoch kann es in manchen Wintern schneien. Wir übernachten im Kleinhaus Vista Desert House. Wunderbare Wanderungen, Einsamkeit, Weite, Stille und prächtige Sonnenuntergänge, das ist das Ambiente hier. Musik.
Bei der Weiterfahrt von aus nach Westen kann man mit etwas Glück Namibias bekannte Wildpferde sehen. Seit mehr als einem Jahrhundert leben die verwilderten Nachkommen von Pferden der deutschen Schutztruppe und der südafrikanischen Armee hier. Die Sanddünen haben die Wohnhäuser, die Schuppen und die Werkstatthallen erobert. Sie sind durch offene Türen und zerbrochene Fenster eingedrungen und quellen auf der anderen Seite wieder heraus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Kolmans Kuppe, die einzige Diamantenmetropole, unter dem feinen Sand verschwindet. Angefangen hatte 1908 alles per Zufall, als Oberbahnmeister August Stauch und seine Arbeiter beim Freischaufeln der Bahngleise einen unscheinbaren Stein gefunden haben. Stauch sicherte sich in aller Eile die Schürfrechte, als er die Bestätigung erhielt, dass es sich wirklich um einen Diamanten handelt. Wer in der ehemaligen Diamantenstadt wenige Kilometer vor den Toren Lüderitz durch die Häuser schlurft, weiß, welche Entbehrungen die Einwanderer hier vor mehr als 100 Jahren auf sich nehmen mussten, um ein komfortables Leben zu führen. Obwohl die Wüste ein trostloser, lebensfeindlicher Raum war, schufen sich die deutschen Kolonialisten hier eine neue Heimat. Das Diamantenfieber ist längst Geschichte. Heute setzen sie auf den Tourismus. Nur wenige Kilometer vom berühmten Geisterstädtchen Kolmans Kuppe entfernt liegt Lüderitz. Wir übernachten im Lüderitz Nest Hotel. Lüderitz, eines der abgelegensten Städte Namibias, schmiegt sich ganz im Südwesten des Landes auf mächtige Granitfelsen, einsam am windumtosten Atlantik. Doch wer Lüderitz als verschlafenes Nest bezeichnet, der wird der Stadt nicht gerecht, denn sie ist die Geburtsstadt des modernen Namibias. Sauberes Meerwasser und die kalte und planktonreiche Benguela-Strömung bieten ideale Bedingungen für die Austern- und Langustenzucht. Auf der Lüderitz-Halbinsel westlich der Stadt gibt es wunderschöne Buchten, Lagunen und unberührte Sandstrände.
Die Ausschilderung und die Straßen sind nicht gut. Trotzdem sind die Pisten mit normalen PKW befahrbar. Allerdings muss man unbedingt auf dem Weg bleiben, sonst besteht die Gefahr, einzubrechen. Ein Ziel auf der Halbinsel ist der Felsvorsprung, an dem Bartolomeo Diaz 1488 ein Steinkreuz errichtete. Nicht weit entfernt liegt ein Felsen im Meer, auf dem sich Pinguine und Seelöwen aufhalten. Der nahe Leuchtturm weist seit 1910 Seefahrern den Weg. Die D707 zählt zu den landschaftlich schönsten Straßen Namibias. Begegnen wird man auf dieser Strecke nur wenigen. Heute übernachten wir in der WKB Safari Lodge im Name Brand Naturreservat. Die Landschaften im Name Knaukluftpark sind durchwegs beeindruckend. Der Nationalpark im Westen Namibias gehört mit einer Fläche größer als die Schweiz zu den größten Naturschutzgebieten der Welt. Thank you.
Es ist eines der Traumziele in Namibia, die orange-roten Sandgebirge um das Sossefly, eine große, abflusslose Lehmbodensenke mitten in der Namibwüste. Bis zu 300 Meter hoch ragen die Dünen hier hinauf. Es sind die höchsten der Welt. Rosi, sollen wir umkehren? Nein, das wuchs nicht, Rosi. Das passt nicht. Zu den Höhepunkten eines Besuchs im Park gehört nicht nur Sossefly, sondern auch das benachbarte Deadfly. Die 500 bis 600 Jahre alten Skelette von Kameldornbäumen bilden vor den rostroten Dünen eine spektakuläre Kulisse. Gott sei Dank wieder beim Auto. Der Fluss Chauchap hat hier vor rund 2 Millionen Jahren eine 1 Kilometer lange, bis zu 30 Meter tiefe Schlucht in das Gestein gegraben. Von einem Parkplatz oberhalb des Canyons führt ein Pfad hinab in die Unterwelt. Am oberen Ende der Schlucht rücken die Felswände immer näher zusammen. Stellenweise ist der Canyon nur noch 2 Meter breit. Flussabwärts verliert die Schlucht an Tiefe. Schließlich weitet sie sich zu einem breiten Tal, das ins Sandmeer hineinführt und nach etwa 60 Kilometer am Sossefly endet. Heute übernachten wir in der Elegant Desert Lodge in der Nähe von Sossefly. Die kleine Farmsiedlung Solitär ist ein schöner Ort für eine Rast. Die am Ortseingang verrosteten Oldtimer sind ein beliebtes Fotomotiv. Dieses Foto muss sein. Willkommen am Wendekreis der Steinbox.
In Sparkopmund übernachten wir in der Sea Boutique Guesthouse. Von der Waterfront in der Walfish Bay aus machen wir mit Ocean Adventures eine Schiffstour. Auf dieser Bootstour sehen wir eine Fülle von Vögeln und Säugetieren. Pelikane und Seehunde kommen bis auf das Boot und wir genießen im Anschluss frische Austern mit Sekt. Ein Stück Deutschland zwischen Wüste und Meer. So wird Sparkopmund gern bezeichnet. Manche nennen es auch Deutschlands südlichstes Seebad. Und tatsächlich, an der afrikanischen Küste hat die deutsche Kolonialzeit ihre Spuren hinterlassen. Die Innenstadt von Sparkopmund schmücken nach wie vor Dutzende alte Jugendstil- und Barockfassaden. Afrikanische Savanne mit Sträuchern und Akazien, sandige Trockenflüsse, mächtige Granitkuppen und Tafelberge sind charakteristisch für die wildromantische Landschaft des Damaralandes. Versteinerter Wald, Fingerklippe, Orgelpfeifen. Die Sehenswürdigkeiten und Korjachs machen schon beim Nachdenken neugierig. Und das zu Recht. Hinter den klingenden Namen verbergen sich bemerkenswerte Naturphänomene. Man steigt nur wenige Meter tief zu einer etwa 100 Meter langen Schlucht hinab. Hier stehen hunderte und bis zu 5 Meter hohen Basaltsäulen. Sie bildeten sich vor etwa 120 Millionen Jahren. Zweifelfontein ist einer der wenigen Plätze, an dem man sowohl Gravuren als auch Felsmalereien entdeckte. Geschaffen haben sie die San bzw. die Bergdamaren, die sich zur Jagd in diesem Gebiet aufhielten. Die Felsbilder waren sowohl Mitteilungsblätter für nachfolgende Nomadenfamilien, als auch Berichte an den Gott Hagen. Die Felsen dürfen nur in Begleitung von Damara-Führern erklommen werden. Long, it's just to show you how the concentration, the engraving. Okay, now let's get back to the sound. Oh, yeah. So these is the engravings, eh? Mm-hmm. We have a lot of them here. Around Twefe Fontein we have. Im Living Museum of Damara, einem lebendigen Freilichtmuseum, führen die Damara in ihre fast verloren geglaubte Kultur ein.
This is bush tea. It's having a smell like a mint or a lavender. In the past, with the hair, they used to make the pillows. Okay. They were making pillows with the hair. That's a... Ah. Mama rua rado um de uma daqui. Moqueiro e do vizinho só. Totó, né? Danke, mal. Und feier. Bravo! Super! Bravo! Super! Nach diesem erlebnisreichen Tag übernachten wir im Teufelfontein Adventure Camp. Über ein etwa 60 Hektar großes Gelände verteilen sich ca. 50 fossile Stämme. Sehr gut erkennbar sind die Jahresringe und die Rinde. Die 260 Millionen Jahre alten Nadelbäume sollen bei einem gewaltigen Flut entwurzelt und hierher gespült worden sein. Nach der Besichtigung vom versteinerten Wald geht unsere Reise weiter bis in den Etosha Nationalpark. Wir übernachten in der Etosha Safari Lodge, ganz in der Nähe vom Etosha Nationalpark. Der Etosha Nationalpark im Norden Namibias ist eines der schönsten und wildreichsten Naturschutzgebiete Afrikas. Etosha bedeutet der große weiße Ort. Die Bezeichnung kommt aus dem Oshiwambo und beschreibt die Salz- und Tonpfanne, die etwa ein Fünftel des Nationalparks ausmacht. Doch die eigentliche Attraktion sind die Tiere, Garant für magische Momente. Thank you.
Vom Ladoscha Nationalpark geht es weiter Richtung Waterberg. Auf dem Weg dorthin besuchen wir die Krokodilfarm. Hier werden die Krokodile für den Fleisch- und Ledermarkt gezüchtet. Es gibt eine gute Führung in einem schönen grünen Garten. Weiter geht unsere Fahrt zu der 1990 gegründeten Cheetah Conservation Fund, um den Lebensraum und das Überleben der Geparden zu sichern. Hier gibt es täglich Gepardenfütterungen. Unsere letzte Nacht in Namibia verbringen wir in der Waterberg-Region, in der Waterberg-Guest-Farm, in einem Bushcamp. Der Waterberg ist eine der eindrucksvollsten Landschaften im Norden Namibias. Über 50 Kilometer erstreckt sich die Hochfläche aus porösem Sandstein. Sie überragt das Umland um etwa 200 Meter. Das Besondere am Waterberg sind seine Quellen. Dank ihnen schmiegt sich eine üppig grüne Pflanzendecke an den Fuß der steilen Felswände. Nun sind wir am Ende unserer Reise und ich hoffe, es hat euch gefallen, mit uns mitzureisen.